Nico O, The One Hand Gamer. Name ist Programm. So, und da sind wir auch schon wieder bei The Elder Scrolls Skyrim Folge 55. Direkt vom Schneeschleier-Katakomben-Hügel. Direkt vor den Schneeschleier-Katakomben, so ist richtig. Merce haben wir dabei. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ich bin auch da und wir starten da mal direkt und gehen rein. Yippie-yay. Das wird bestimmt sehr interessant. Okay, abgeschlossen. Betritt den Schneeschleierhügel zur Flucht. Finde Karlia. Wir schleichen. Schleichen ist gut. Gucken mal, was uns jetzt hier passiert. Der Gestank hier drin. Dieser Ort riecht nach Tod. Seid wachsam. Ja, ja, deswegen schleichen wir ja auch. Aber pssst. Ganz leise. Da liegt schon mal ein Trauger. Da ist ein, ja, ein Sarkophag, möchte ich mal sagen. Hier ist auch einer. Bist du mit einer Falle versehen? Ja, bist du. Fallenauslöser. Ja, ihr seht schon, also ich habe einmal aktivieren bzw. interagieren hier einmal auf einen der Maustasten hier gelegt und dann eben halt nochmal auf E und teilweise mache ich eben halt beides irgendwie so, das ist pff, wow. So. Okay, also jetzt die Position. Ja, ja, nein. Ah, fast. Jetzt aber. So, Truhe öffnen. Gold, Magika, nö, lass mal. Okay, also. Ich bin zu neugierig, wir ziehen an den Hebel. Warte mal, Begräbnis ohne erstmal gucken. Da haben wir nämlich immer Gold drin. Uah. Na gut, nicht immer, aber fast immer. Urne, Gold, sehr schön. Ah! Makellos, ach schade, wir haben hier... Kacke. Okay, so. Kurz den durchsuchen nochmal. Okay, alles klar. Jetzt wird's nämlich lustig. Ich ziehe an dem Hebel, an der Kette und los geht's. Nichts passiert. Hm. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geldbeutel, der starken Heilung, supi. Das war jetzt sehr langweilig. Ich dachte, die kommen hier raus oder so. Ich dachte, dass da was rauskommt. Hm. Hier ist nix. Gut, dann halt nicht. Zieht an der Kette dort drüben und passt auf die Stacheln auf. Sieht aus, als hätte Kalia alle Fallen scharf gemacht. Alles klar. Verdammt, wieder falsche Taste. Hier. Knochenmehl, ja. Winziger Seelenstein, der leer ist, ja. Kann man eigentlich gar nicht gebrauchen, ne? Obwohl, ich glaube, es gibt irgendwann mal die Gelegenheit, dass man die leeren Seelensteine füllen kann. Aber ich kann mich jetzt auch irren. Ich weiß nicht genau. So, durchsuchen. Aufstehen. Kann man nicht durchsuchen. Der steht bestimmt noch auf. Der steht auf. Alter. Würde ich aber hier echt die Kratze kriegen. So, Gold. Hm. Okay, an der Kette ziehen. Machen wir. Das war die Falle. Ich hab mich voll erschrocken. Oh nee, ey. Kacke. So, der Kollege steht da hinten bestimmt auf. Gut, okay, er steht ja schon, aber der bewegt sich bestimmt. Siehst du? Das war kein Kampf, das war eine Hinrichtung. Super, unsere beiden Pfeile kriegen wir. Der geht, steht doch auch noch auf, oder? Merce, Vorsicht. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Eisentür Adept. Oh. Da läuft jemand. Ich höre Schritte.
Warte. Ich will erstmal wissen, was hinter der Tür ist da. Hier. Kacke. Ach, ist das dein Ernst jetzt? Geht doch. Okay, mehr ist hier nicht. Gut, dann gucken wir mal, was uns jetzt hier gleich erwartet. So. Nase juckt. Na. Voll in den Rücken. Uah. Ach ja, ich liebe es, wenn die Begleiter voll im Weg sind. Deswegen laufe ich eigentlich auch gerne alleine rum. Aber gut. So, da hinten ist noch einer. Wie ihr sehen könnt, da hinten. Jetzt kommt der nächste. Na komm. Lauf weiter. Ja, noch ein Stück. Da ist noch. Supi. So. Gruja, Barren, Supi, Stahlpfeil. Danke. Da vorne sind noch zwei von denen. Ja, ich sehe sie. Da ist doch was in der Nähe. Euer armseliger Versuch, euch zu verstecken, ist eine Beleidigung. Messer, geh beiseite. Das war doch wohl Zeitverschwendung. Den halt nicht. So. Passiert mir hier irgendwas? Wahrscheinlich ja. Hm, nö. Da hinten ist noch einer. Da hinten war einer. Das ist nämlich jetzt auch, das ist der Punkt, warum ich den Bogen, warum ich Bogenschützen hier immer zu geil finde. Man kann schön aus der Entfernung gucken, ob da irgendwas ist. Man zielt drauf, man schießt und es ist tot. Und da kommt was. So. Erledigt. Jetzt nehmen wir den noch mit. 33. Oh nein, sag mir bitte nicht, sag mir bitte nicht, sag mir bitte nicht. Doch, Tatsache. Mitnehmen. Halt, stopp. Du hast Nord, wie wollte gerade sagen, du hast auch Nordpfeil dabei. Nein. So, Gold. Kleine Heilung, Nordschwert. Kette. Das wird spannend, das wird spannend, das wird spannend. Nee. Knochenglocken. Ja. Schlau. Die sollen sicher die Draugr aufwecken. Stolpert da bloß nicht ran. Nee, 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 nee. Oh, Glück. Okay, Truhe. Ja, können wir auch noch mitnehmen, den nicht. Urne, Gold. Ist immer gut. Kleine Heilung. Ja, das ist schon immer von Vorteil, wenn man sich hier die ganzen Urnen anguckt. Jetzt können wir schon mal gucken, was hier so los ist. Da hinten läuft einer. Sonst ist hier... Ach, da unten läuft noch einer. Da ist noch einer. Ach, du großer Gott. Da sind ein paar am Start. Okay. Oh, und hier haben wir... Oh, da habe ich gar nicht gesehen. Gold. Und eine Flöte. Okay. Wenn wir hier gegenkommen, dann stehen hier ein paar Kollegen auf. Deswegen,
Ich stehe ja total auf die direkte Konfrontation, ne? Was war das? Oh shit, auch noch der. Oh, Mers, verdammt. Oh, von dem Kopf. Geil. Okay, dann mach die fertig. Gut. Schön. Ich hab Mers auch voll im Kopf getroffen. Oh, herrlich. Hallo, Mers, da geht was weiter. Das war cool. Oh, aber er hat's überlebt. Sehr schön. Oh. So, da haben wir Buch, drei Diebe. Nehmen wir mal mit. Zaubertrank. Ich weiß nämlich nicht, ob wir den schon haben. Deswegen, naja. Was sonst noch? Ich glaube, das war's, ne? Kette. Ah, jetzt sind wir an dem. Okay, alles klar. Jetzt geht's los. Nummer 1. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Oh, nee, ne? Geht mir aus dem Weg. Und so endet die Lektion. Was war das? Ja, Mercer ist noch nicht fertig. Genau, der da. Hui. Sonst noch wer ohne Ticket? Da oben, ne? Ja. Ey, das war lustig. Oh, Stärke. Stahlfrei. Jawoll. So. Gut. Ja. Ja. Ja, ja. So. Und hier oben war auch noch einer, genau. Knochenmehl, wunderbar. So. Da liegt noch einer. Der hat bestimmt Gold bei sich. Und ja, ein Helm und eine Streitaxt. Nett. Wir wollen uns aber jetzt mal kurz um den Typen da oben kümmern. Ich weiß, von hinten das ist nicht gut, ne? Aber trotzdem, oh shit. Warte mal. Kannst du wieder haben? Brauche ich nämlich nicht. Ja. Wer ist da? Wie enttäuschend. Oh. Ohren, ne? Oi. Wer ist da? Skiva-Schwanz, glaube ich, dabei. Ne? Der hier. Ich will meinen Pfeil wieder haben. Danke. Schön, noch ein paar Nordpfeile hier. Das finde ich gut. So. Da läuft einer. Da unten waren wir gerade eben. Ach, wir müssen... Okay. Nein, stopp. Da will ich nochmal kurz runter. Will mir das nämlich angucken, was da noch so ist. Denn man weiß ja nie, ne? Den habe ich gerade übersehen hier. Guck mal. Oh. Sind noch ein paar Feuerfallen. Sehr, sehr super. Sehr schön. Die ist es zu... Oh Gott!
dachte schon, da steht es eine auf. Okay, jetzt geht er wieder zurück. Oh, fertig. Gold, Gold, gib mir Gold. Danke. So, ich will wissen, was hier noch ist. Gold, Stahlpfeil, Nordpfeil, jawohl. Das kannst du behalten. Oh. Alter, bloß nicht. Beschädigtes Buch, beschädigtes Buch. Begräbnisurne. Okay. Schiffsmodell. Ich wette, dass das hier ein Auslöser ist. Und ich wette, dass das richtig lustig wird. Deswegen gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Komm mal her, Mercer. So, nur ist das kleine Schiffchen aber weg. Oh, wo ist das Schiffchen hin? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Habt ihr das irgendwie längs fliegen sehen? Ich nämlich nicht. Wo ist das Schiffchen weg? Scheiße. Schiffchen ist weg. Wo ist es? Bestimmt runtergefallen. Verdammt. Ah, da ist es. Bringe das Chefsmodell zu Delvin. Oh, ja. Supi. Machen wir. Geilo. Oh, hier ist noch eine Truhe. Eine Urne. So, mitnehmen. Jetzt können wir hier auch den Weg hoch. Und gehen durch die nächste Tür. Gut, jetzt hat er irgendwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Passt aber auch schon. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. So. Mal gucken. Da ist nichts, was noch aufstehen könnte. Hier ist was, was aufstehen könnte. Hier auch. Konfrontation, ne? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ihr seid ein Niemand. Das war doch wohl Zeitverschwendung. Bam, Baby. So liebe ich das. So liebe ich das. So. Perfekt. Läuft doch. In der Nähe. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Mercer ist noch nicht fertig. Da ist doch was in der Nähe. Wer ist da? Das läuft ja hier richtig gut, wa? Geil. Ja. Und damit ist die Zeit auch schon abgelaufen. Ich löte die nochmal ein bisschen. Und hier ist noch eine Truhe, die nehme ich auch nochmal kurz mit. Mache ich ja. Ja.
Habt ihr das gerade eben gehört? Falls nicht. Falls doch, ich weiß es nicht. Warte mal. Muss es doch irgendwo einen Auslöser geben. Euer armseliger Versuch, euch zu verstecken, ist eine Beleidigung. Ach, ich glaube, den macht er alleine fertig. Euer Ende ist nahe. Ja, ich guck mir mal währenddessen die Truhe kurz an. Ups. Perfekt. Ja, so Pelzstiefel, super. So, mach ich mal fertig, bitte. Das war doch wohl danke. Drauge, da. Gut, so. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Seid dabei. Wir scheinen nämlich schon fast am Ziel zu sein. Haha, von wegen. Das ist ein ziemlich großer Dungeon. Also, haut rein, Freunde. Ich wink gerade in die Kamera, die mich gar nicht sieht. Mach mal so. Tschüss.